Liebe Zuschauer, jetzt nochmal zum allerletzten Mal die Informationen. Heute gibt es kein Livestream, also heute kein Valheim Multiplayer, dafür aber am 30.05.2021. Wie in den letzten Monaten schon in zwei Videos angekündigt und über die Livestreams nochmal informiert und Community-Bereich informiert und so weiter und so fort. Am 30.05. ab 14 Uhr auf Maxims LP-Kanal und Kaijis Kanal. Beide findet ihr bei mir unter den empfohlenen Kanälen. Maxims LP und KaiG. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen, denn ich werde auch da sein. Nicht mitspielen, aber da sein. Und ab 19 Uhr wieder auf meinem Kanal. Dann wieder mit Valheim und dann, wie es hier schon steht, die Olympischen Spiele. Die liebe Schnuten-Lola ist eine der Teilnehmerinnen am Olympischen Turnier. Und nicht nur das, sondern sie hat sich auch schon versucht, bei der Jury ein wenig einzuschleimen, indem sie uns einen wirklich wunderbaren Vortrag vorbereitet hat über das Thema Multiple Sklerose. Aus persönlichem Anlass hat sie da auch schon ein gewisses Hintergrundwissen gehabt und hat sich das zunutze gemacht, für alle, die nicht so viel Information darüber haben, mal einen wirklich sehr, sehr kurz und bündig gehaltenen Vortrag zu machen von 15 Minuten. Die 15 Minuten werdet ihr ja wohl mal haben bei einem Käffchen oder was auch immer. Guckt es euch bitte mal an. Oben rechts im Display findet ihr jetzt gerade eine Infokarte. Klickt da bitte unbedingt mal drauf, Leute. Guckt es euch an. Wir werden diese Infos, die da drin sind, auch nochmal vereinzelt im Stream natürlich dann wiedergeben. Es wird ja eine Mischung aus Bildungsstream und Unterhaltung. Das müssen wir irgendwie versuchen, so ein bisschen einzubauen, denn die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die DMSG, die uns hier zur Seite steht, ist natürlich auch ein eingetragener Verein, muss einen gewissen Vereinszweck erfüllen und so weiter und so fort. Und da wollen wir uns natürlich mit besten Mühen zur Seite stellen und sagen, yo, Leute, das machen wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und deswegen gibt es dann, wie gesagt, am 30.05. die Olympischen Spiele. Das Spielfeld ist schon vorbereitet, ihr habt schon in einem meiner Spontan-Streams gesehen. Wer allerdings alles mitspielt, es sind einige Überraschungsgäste dabei, wo ich mich mega drüber freue, dass sie sich jetzt doch dazu entschieden haben mitzumachen, werdet ihr dann am 30.05. sehen. Dabei werde ich jetzt nichts verraten, liebe Leute, außer Schnudenloder, das wisst ihr schon. Leider, leider, leider hat sich keiner von den Zuschauern gemeldet. Fand ich ein bisschen sehr schade, aber gut, kann man nicht ändern. Aber auf jeden Fall wird es witzig, es wird informativ und vor allem hoffen wir wirklich von ganzem Herzen, dass wir da so viele Interessenten wie möglich erreichen mit diesem Stream. Also Streams und den daraus folgenden Videos logischerweise und so weiter und so fort. Das ist einfach unser Ziel, dass wir auf das Thema nochmal richtig aufmerksam machen wollen. Vielleicht sogar auch wirklich ganz, ganz viele Spenden sammeln. Wenn aber nicht, dann halt wenigstens für einen späteren Zeitraum, dass sich die Leute da nochmal weiter reinlesen und sagen, jo, okay, die Streams hier vom 30.05., die haben mich auf das Thema gebracht und drei Monate später habe ich mich jetzt dann doch dazu entschieden zu spenden und so weiter und so fort. Nochmal grundsätzlich zur Information. Sämtliche Spenden, die in diesem Stream auf meine normalen Spendenkonten eingehen, die ihr sonst nutzt, werde ich 1:1 weiterleiten an die DMSG. Das kann ich aber natürlich aus Datenschutzgründen nicht machen mit Einblendung vom Spendenformular und so weiter und so fort. Das geht leider nicht. Sonst seht ihr meine Kontoverbindung und alles. Das wollen wir natürlich auch nicht. Allerdings, es ist jetzt mehrfach in dem Video oder live von mir gesagt worden, es ist ein Versprechen und daran halte ich mich. Und die DMSG wird auch dementsprechend merken, dass ich das gewesen bin. Es gibt nämlich ein wunderbares neues Spendenformular von der DMSG. Ich hau's euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Auch von dem Community DMSG hau ich euch auch gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Da kann man auch dementsprechend als Firma oder Selbstständiger oder kann man auch dementsprechend ein richtiges Formular ausfüllen. Da freut sich das Finanzamt später drüber, ne? Muss man ja auch alles berücksichtigen. Aber gut. Ihr Lieben, ich freue mich mega, mega, mega doll auf den 30.05. Es wird wirklich Stress pur, aber auch gleichzeitig Spaß pur irgendwo für uns. Und ja, dann, wie gesagt, habt noch einen schönen Abend heute am Freitag und erholt euch noch schön. Dann am Sonntag werdet ihr die Energie brauchen. Ich zähle auf euch, dass ihr da seid. Also, bis dann. Ciao.